Hallo und herzlich willkommen, ich bin auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 hier aus dem Niemandsland. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nachdem das mein Plan sitzt, wenn nicht aufgegangen ist, machen wir das dieses Mal. Gerade immer schnell die Eier einmal verliefern. Eine Ladung Eier in die Bäckerei bringen. Da muss ich kurz Mehl schauen, wie weit das ist, dass wir es wieder einlagern können dabei. Da müssen wir mit der Molkerei reden, wie es ausschaut. Machen wir ja. Wir sind so ein bisschen Obst und so ein bisschen Milch abtreten können. Oder ich kaufe mir selber einen Milchtanker. Jetzt hätten wir ja dazu. So, der Wald ist dies doch abgeladen. Zug steht abgeladen. Ich gehe mal davor aus, dass wenn es jetzt da aufploppt, da nur Karinder sind. 65.000 Liter Eier sind jetzt auch nur Karinder. Das heißt, Butter müssen wir einkaufen, Milch und Zucker müssen wir einkaufen. Erdbeeren laufen. Das heißt, lassen die Hänge jetzt da. Und Sirup wäre auch genug da zum Verkaufen. Mal in den Tomaten rein, schauen wir mal, was. Der Ahornsirup. So, jetzt machen wir da mal groß mal. Und dann mit unserem Plan weiterkommen. So. Passt. Endlich geht's los, mache ich aus der Wiesen, mache ich jetzt groß. Dass wir dann noch etwas haben für unser, für unseren Silo. Das müsste jetzt überlappend sein.
Ich habe schon abgeschaut, wie wir kaum gebrauchten Ding drinnen fürs Milchkappen. Das lassen wir jetzt diesmal einen Helfer machen. Dann kümmern wir uns um die weitere Produktion. Dann Tiere. Also gleich nehmen wir das Kennzeichen. Passt da. Tanken muss ich nämlich auch mit dem Ding. Da mache ich jetzt so draus die Wiesen. Aus dem anderen Feld machen wir Raps. Und dann machen wir wieder Weizen oder Gerste. Mal überlegen. Weil ich jetzt mit denen da jetzt auch anfangen kann, aber. Ist halt nicht so. Ich glaube, wir brauchen für die Milch auch zum Einkaufen noch. Es stellt sich die Frage, meine Sportsfreunde. Welcher Projekt seht ihr lieber? Das Niemandsland oder der Holzfäller? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir in meine Kommentare rein. So, wenn wir zuerst danken, dann holen wir uns nur die Milch. Weil das, was man auf den Einkarten richtig gut taugt, ist das die Geräte, was kriegst du zum Starten? Richtig geil. Betriebsstunden haben. Ah, Milch werden wir halt auch kaufen müssen, gell, da unten im Verkaufspunkt.
Wir hätten einen Hänger mitnehmen können. Dann hätte ich mir jetzt die Frau da auch gleich mit dem Frontlader aktivieren können. Naja. Gleich ein bisschen Röhrteig nehmen wir noch. Aber macht nichts. Fahren wir halt zweimal. Wir haben es ja, dass wir es gerade rausschmeißen können, das Geld für den Diesel. Wählparametern offscreen. So, schauen wir mal. Können wir dazu kommen? Ich schätze mich jetzt viel, ich hänge jetzt den da vorne an der an den Ding. Okay, das geht so gut. So. Seitenpark. Schauen wir mal, 7000 Liter Milch, 7000 Liter Eier sind in der Milch ist auch voll, Eier haben wir auch auf Reserve, Milli A. So, jetzt pass auf. Hervorragend. Dann brauchen wir 7000 Einheiten Butter. Und dann würde er die schon laufen. So, hervorragend. Was habe ich gesagt? Butter und Zucker brauche ich noch.
Rascho ist kein offizieller Victor. Ich weiß es. Können wir schauen, die Tiere. Die Hühner passen, die Schweine passen da noch. Ein bisschen Wasser. Nächstes ist der Helfer, hat seine Arbeit beendet. Man kann mir dabei das Anfeld aussehen. Läuft gut, läuft gut. Ein Raps, das wird man selber machen. Dann werden wir in der nächsten, zum zweiten Septemberhälfte, mal schauen wir, wie es mit den Aussagen geht. Aber der Plan für die nächste Folge ist schon da. Das heißt, wir werden das nächste Mal Frost machen. Wir müssen da ein paar Bahn wegschneiden. Ja, jetzt erst mit dem Bürgermeister ja rein müssen, dass wir das Gebiet da kriegen. Wir gehen gerade vor uns das Gewicht zurück. Da nehmen wir uns das gescheite Gewicht mit. Das heftige. Ich hoffe, jetzt wird das so heftig wird, dass ich nicht umbekomme zum Hänger. Das müssen wir jetzt von der Außenansicht machen, wie weit das ich Woche kriege. Wir brauchen unbedingt einen Stapler. Muss so viel Geld umbekommen, dass ein Stapler drin ist. Dann machen wir Raps. Der lässt sich gut verkaufen. Die Kuh und die großen Auf- und Ernten. Das ist nur der nächste Vorteil. Ich weiß schon, normalerweise fährt man da nicht drüber. Aber wir sind uns anders machen.
Da wird man schnell einen Strich fertig. Hervorragend. Angebot nach Raps kämmer im nächsten, in der nächsten Season. Jetzt schauen wir, wie der aussieht. So, da setzen wir wieder am Feldesrand entlang. Ich weiß, dieses Einschlagen, das tut man nicht. Das ist mir selber auch ein bisschen zuwider, aber im Moment geht es jetzt nicht anders. Hau wird mal die Maschine ein bisschen her. Ich muss es aushalten, sonst hätte ich es nicht werden dürfen. Sonst hätte es keine Saatmaschine werden dürfen. Da fahren wir wieder gerade rum. Ich weiß, dass ich zu wenig rede. Das ist mein konzentriertes Arbeiten. Wenn wir ein bisschen mehr dann auch aufforsten, nur da um die Felder rum. Weil ja klar, irgendwo, wo du Baum weghaust, musst du auch wieder Baum setzen. Ich bin mir überlegen, ob wir dann uns nicht einen Harvester leichen sollten. Weil es schöner geht zum Forsten, sage ich jetzt mal so.
gleich, ich muss mich recht erinnern, dass mir einer gesagt hat, ein Bauer, dass man zuerst auf und auf hat und nachher erst das Vorgewinde. Das die richtige Variante wäre. Aber, nein, machen wir das mal so. Jetzt ist mir gerade so der Gedanke gekommen. Jetzt haben so viele Serien eigentlich, gell? Von LKW-Fahrern, von die, was im Forst arbeiten. Aber jetzt so eine Dokumentationsserie, das sie einen Landwirt begleiten, haben sie eigentlich nicht, gell? Was ein bisschen was erklärt oder sowas. Also ich schaue gerade momentan Big Tinder an. Deswegen macht ja das Platinum Edition ja nie mehr Spaß. Ich habe es jetzt da in das Projekt schon mit einigen Nummern. Und warum auch nicht, sind ja ein paar gute Sachen dabei. Lock and Key kann ich empfehlen. Ich fange jetzt dann die dritte Staffel an. Oder Ragnarök, warte ja nur auch auf die dritte Staffel. Hoffe, dass auf die jetzt bis Jahresende auf Krim. Zuerst hat es mir geheißen, viertes Quartal. Snowpiercer, hoffe ich auf das, dass es bald weitergeht. Ich bin so ein richtiger Serien-Junkie. Filme zwar auch, aber Serien mehr. Und so wirklich Stress, dass ich meine Serien fertig da schaue. Jetzt kommt dann die Weihnachtszeit und dann muss ich wieder Weihnachtsfilme schauen. So, das können wir den jetzt nur pflanzen. So, mein Helferlaffer. Das tapferne Helferlein. Kartoffeln, da brauchen wir eine Ernte dazu. Ah, Kartoffeln können wir hier setzen. Weizengerste können wir aussahen. Raps sind wir eh schon spart dran. Und Ölrettich. Oliven. Da hätten wir im April aussetzen müssen für die Sondere. Sonnenblumenhof. So. Schauen wir mal, dass wir ein paar Paletten verloren kriegen. Vom Ahornsirup.
groß verkraften können. Dann machen wir halt ein bisschen gerstiger oder Weizen hin. Machen wir Weizen. Jetzt passen wir auf. Ah na, da müssen wir hin. Paletten. Paletten. Mineral. Bum, 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 bum. Müsli, Käse, Schokolade, Kleidung, Eier. Eier produzieren wir selber. Stoff braucht man nicht. Mehl haben wir selber. Möbel, Traubensaft, Honig haben wir auch selber. Salat, Milch. Bum, 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 bum. Rosinen, Erdbeeren, Zucker. 900. Ah, Teufel noch eins. Geht sie nicht aus. Jetzt pass auf, wo haben wir denn der Wolle? Wolle, Bretter, Brot, Butter. Lauf ich einmal. Brauchen wir schon. 5.075 sind 35.000 Euro nur allein fürs Butter. Wenn wir bei den Molkereien noch fragen, ob wir da einen Deal machen können. Ah, und hier, bitte. Monster. So. Ich freue mich schon, richtig Spaß mit dem Frontloader zu verloren. Nein, macht auch wirklich Spaß. Wenn man es mal rosten hat. Stapler gehen wir jetzt halt leichter. Jetzt müssen wir überhaupt mal schauen, was er überhaupt wert ist. Fischzucht habe ich auch, genau. Was habe ich da wieder zu tun? Ah. Tja, Verkaufspunkt müsste man halt auch bauen, gell? Ich bin ein Verkaufspunkt für den Ahornsirup. Bauen wir unseren eigenen. Produktion, Verkaufsstation. Fischblumen.
Ahornsirup Tausender. Hätte ich mir jetzt einen Hänger ansporen können, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Die produzieren, die verkaufen. Das ist jetzt also hier der Hof. Ja, 600 pro Paletten. Da kommen wir schon ein paar Mal hin und her. Vorne da die Summe. Sprühen wir da oben die zwei Thermit mitnehmen. Siehst du das? 5000. Nur mit 2, dann können wir uns schon, mal einen Zucker leisten. Dann können wir uns schon mal einen Zucker leisten. Da bleiben wir wieder. Da nehme ich den Kretzen mit. Das zumindest mal seht, was man mit den Götter. Genau das ist das, was ich gemeint habe. Es gibt einen Stapler schöner. Warum? Weil man es schöner sieht. Gut. Ich werde mich jetzt so ein bisschen miteinander ärgern. Meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen. Wenn ja, würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus der Niemandsland weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meinen Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.